Buckelkacheln sind Schülerarbeiten aus dem Hochrelief. Bedeutet, auf den Grundfliese, auf die Grundkachel, auf den Rohling wird Ton aufgesetzt. Ein Tonmotiv obendrauf gesetzt, praktisch hoch. Es ragt über den Rand der Kachel hinaus, nach oben und ist deshalb ein Hochrelief. Ansammlung verschiedener adiger Kacheln. Ronja? Ist reingeritzt, ein Motiv reingeritzt und dann quasi ausgemalt. Malt oder ist es geritzt? Ja gut, das was gemalt ist, ist einfach nur schwarz, der Hintergrund schwarz. Seit 35 Jahren führe ich an der Kopernikus-Schule Freigericht in den Fachbereichen Arbeitslehre und Kunst-Keramik-Projekte durch. Im Rahmen solcher Schulprojekte sind auch Kacheln entstanden, die langlebig an Schulsockeln in Schulfluren angebracht wurden. Und die erste Kachelwand, die erste Sockelwand in dieser Schule stammt in der Tat von 1982. Nach langer Pause in diesem Metier, in der ich mich mit der Herstellung von Tonstelen beschäftigt habe, zu einem Skulpturengarten der Kopernikus-Schule Freigericht, möchte ich im Jahr 2016 noch ein letztes Mal ein großes Kachelprojekt durchführen mit einer 7. und einer 8. Klasse der Realschule der Kopernikus-Schule und dies auch nochmal einigermaßen ausführlich und komplett auf YouTube dokumentieren. Dazu habe ich mir selbstverständlich das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten, der abgebildeten Schüler und Projektteilnehmer eingeholt. Ja, und gerade heute findet die Projekteinführung statt, die ausnahmsweise im absoluten Frontalunterricht von mir durchgeführt wird. Ich zeige hier den Schülern, welche Art von Kachel man wie herstellen kann, welche Haltbarkeit sie haben und die Schüler dürfen auch testen, wie stabil solche Kachelwände sind, damit sie 30 Jahre Schülerdasein in einer größten Schule Deutschlands überleben können. Das klingt mir ja leicht ab, aber das hier nicht mehr. Bitte nicht verletzen. Werdet ihr zunächst von mir konfrontiert. Die ist einfach, die ist auch nicht so teuer. Die Glasur ist nicht so schweineteuer. Dann kann ich das auch verwenden, wenn jemand die ganze Zeit irgendwelche komischen Töne von uns. Also, wir befinden uns hier im Keramikraum der Kopernikus-Schule Freigericht im Raum 114c und beginnen ein Keramikprojekt, ein Schulprojekt mit der Klasse R7. Welche Klasse R7? Alles klar, schönen Dank auch, es geht los. 10 Kilo Ton, 10 Kilo Ton kostet im Einkauf von einer bestimmten Menge 6 Euro. Aus diesem 10 Kilo Packen können wir herstellen 10 Kacheln. Das heißt, der Herstellungspreis einer Kachel, so wie ihr sie schon gesehen habt letzte Woche, ist 60 Cent. Das betrifft aber nur den Ton und nicht die Anstrichfarbe, nicht die Glasur. Wir machen zunächst Tonkacheln ohne teure Glasur, sondern mit billiger Glasur. Dann wird im Endeffekt eine Kachel 80 Cent kosten. Das ist wichtig für euch. In Facharbeitslehre wird auch kalkuliert. Es gibt eine Arbeitsliste, eine Stückliste, es gibt eine Preiskalkulation, es gibt Einkauf, Verkauf und so weiter. Das gehört alles zum Facharbeitslehre und deshalb reden wir auch im Rahmen dieses Projektes. Ich schneide jetzt diese Tüte hier oben auf. Ich reiße sie nicht kaputt, weil dieses Plastik schützt den Ton vorm Austrocknen. Da wir den heute noch nicht verbrauchen, muss ich die Tüte gleich wieder zumachen. Ich schneide jetzt eine Leberkäse-dicke Scheibe von diesem Ton ab. Und dieser Ton wird dann ausreichend sein für die Herstellung einer Kachel. Ich schneide jetzt hiervon eine Scheibe Ton ab. Dieser Ton wird die erste Kachel dieses neuen Projektes werden. Das wird aber eine dicke Leberkäse. Ja, die muss auch so ungefähr dick. Liebe dicke Leberkäse, nicht so auch. Ich auch! Wow! So, okay, diesen Ton hier muss man wieder zumachen. Wenn Ton zu lange an der Luft ist, wird er zu schnell hart, trocknet aus, verliert sein Wasser, ist nicht mehr flexibel. Deshalb stellen wir den jetzt erstmal hier hinten hin.
Und nun beginnen wir. Bau Pet! Das war nicht gut. Nicht gut. Ist das in YouTube rein? Ja. Das hier ist jetzt für Leberkäse nicht mehr gut. Ich hab eine Bitte. Bitte schneidet das ans Ende. Ja. Dieser Kassel. In this moment, Benny, Specials. Also ich mache nach diesem Video mache ich dann noch ein Making of. Und in dem Making of sind alle Szenen drin, die absolut scheiß. YOLO! XD! Okay, Achtung! Hält die Fett auf. So, Film läuft. Keine unzüchtigen Bemerkungen. Der Film läuft. So, hergucken. Ich, Karatekämpfer, Kung Fu, 1812. Hau jetzt diesen Tonblatt. Und zwar sauber in diese Schablone. Diese Schablone ist 20 auf 20 cm und 8 mm dick. Und so genau wie diese Schablone ist, wir haben 20 Stück davon, wird die Karte. Kannst du die haben? Du kannst im Unterhalt, sonst müsste ich hauen. Aber das Hauen von Schülern ist ja leider seit 60 Jahren verboten. Leider. Schade. Ich wäre für die Wiedereinführung der Prügelstrafe. Ja, das sehe ich glaube. Siehst du das auch so? Das Making of wird gefährdet. Achtung, es geht los. Oh Scheiße, ich bin zu wenig tot, ich merke es schon. Denn eins ist immer schlecht, man darf nicht stückeln. Die Kachel muss aus diesem Ton entstehen, den ich hier als Ganzes habe. Wenn ich jetzt hier Ton einsetze, bricht er später ab. Das bedeutet, ich habe für diese Sparkachel die Leberkäse zu dünn geschnitten. Aber ich mache die Kachel trotzdem weiter. Guckt mal bitte, ihr müsst das genauso machen, wie ich das jetzt den Ton, der in der Mitte etwas übersteht, in diese vier Ecken reinbringen. Und das mache ich durch dezentes Klopfen. Darfst du auch mal draufhauen? Nein. Das darfst du morgen und dann werde ich dich dabei filmen. Ich kann auch den Ton so ein bisschen ziehen, aber nur ein bisschen. Und dann hier langsam in die Ecken klopfen. So ist es gut. Die Ecke ist zu. Jetzt drehe ich die ganze Geschichte. Drehe die ein bisschen hier rüber. Jetzt würde ich die Ecke zumachen. Ich ziehe wieder Ton aus der Mitte rüber. Nur zu, also nicht abdrucken, sondern so rüber. Seht ihr das? In meinen Kunst- und Arbeitslehreprojekten darf es ruhig etwas lockerer zugehen wie in anderen Fächern, in Leistungsfächern wie Mathe, Englisch, Deutsch. Denn die Schüler brauchen auch am Vormittag und erst recht in einer Ganztagsschule ab und zu Luft am Tag, wo sie lachen dürfen, wo sie reden dürfen, wo sie auch mal flapsig sein dürfen. Und das gestattet Ihnen mein praktischer Werkunterricht an der Kopernikusschule Freigericht. Reicht doch einigermaßen. Ich krieg die Ecken alle zu. Das ist wunderschön. So, jetzt kommt nur noch die Beinarbeit. Jetzt muss ich das glatt kriegen. Schön glatt, das mache ich zuerst mit der Faust noch. Mit der Hand, dass die Kachel soll genauso hoch sein wie der Rahmen. 8 mm, 20 auf 20 mal 8. Die Kachel wird nachher beim Trocknen etwas kleiner, sodass sie im Endeffekt nur 19,5 mal 19,5 ist. Das liegt daran, dass der Ton beim Trocknen schrumpft. Er schrumpft in den Händen. Er verkleinert sich, weil Ton Wasser enthält. Jetzt ist hier Wasser drin. Das Wasser wird beim Lufttrocknen jetzt verdunstet. Wenn der Ton in den Ofen kommt, in den Brennofen, wird er beim ersten Mal mit 900 Grad gebracht, beim zweiten Mal mit 1100 oder sogar 1200. Dann schrumpft er noch mehr. Haben wir hier so eine Maschine? Wir haben einen Ofen. Diesen Ofen zeige ich euch, stelle ich euch gelegentlich vor. Das ist wieder. Draußen steht er auch an der. Das ist der alte, kaputte. Den habe ich vor 30 Jahren für die Schule angeschafft. Ja, ich bin schon 37 Jahre in der Schule und der war jetzt kaputt und ich hab's noch mal geschafft, dass man eine neue bezahlt hat.
So, das ist jetzt einigermaßen klar. Jetzt kommt noch die Übung Nummer 47. Die besteht darin. Also wichtig ist, dass das, was ich euch hier zeige, genau so morgen, wenn ihr diese Kacheln macht, ihr stellt dann 20 Kacheln her. Auch dann muss die Kachel fertig sein, denn die trocknet dann. Ich kann nicht eine Kachel aufheben bis nächste Woche. Dann ist die knochenhart und kann nicht mehr bearbeiten. Wenn ich jetzt sehe, ob die Kachel... Normalerweise bevorzuge ich bei meinen praktischen Unterrichtsprojekten schon seit Jahrzehnten das uralte Prinzip Learning by Doing. Lernen beim Tun. Ausnahmsweise mache ich das hier nicht beim Tonarbeiten, bei der Herstellung von Tonkacheln, denn es wird nachher noch genug zu lernen geben, wenn die Schüler das umsetzen müssen, umsetzen dürfen, umsetzen sollen, was ich ihnen hier vormache. Aber ich kann noch Ton wegkriegen, seht ihr das? Das heißt, ich habe den Ton sehr genau bemessen. Und damit ich den jetzt wieder glatt kriege, nehme ich die Säge einfach andersrum. Und... Zack, bumm! Mache es glatt. Damit das nicht mehr abgeht, braucht ihr morgen eine Zahnbürste. Schlicker. Woher weißt du das? Töpfe. Gut, Schlicker. Das heißt, ihr macht mit der Zahnbürste die Zahnbürste nass. Reibt ihr ein bisschen rum, dann gibt das so Schlicker, das ist eigentlich Tonmatsche. Das wird hier angematscht, dann gibt es Tonmatsche und wenn man den dann aneinander drückt, da verbindet er sich besser. Dann kann man das nicht mehr abziehen. So, und das hatte ich euch letztes Mal schon erklärt, wenn man etwas auf die Kachel, auf diesen Kachelrohling draufsetzt, nennt man das Hochrelief. Wenn man etwas reinritzt, heißt es Tiefrelief. So, Moment, ich zeige euch gleich, wie man ein Tiefrelief macht. Also, um das Tiefrelief zu machen, nimmt man normalerweise einen spitzen Gegenstand. Ich verwende mal hier diese coole Rose dafür. Oh, die ist ja schon gefällt. Okay, ich mache mal diese geile Rose hier ein bisschen verteilen. Und benutze jetzt den Rosenstiel zum Erstellen eines Tiefreliefs. Hältst du bitte den Mund, wenn ich rede? Bist du draußen? Wie man hier gerade von mir hört, hat meine Toleranz und meine Geduld auch Grenzen. Und wenn mir die Schüler beginnen, auf der Nase rumzutanzen, dann geht es auch zur Sache, dann kommt ein Schüler auch schon mal vor die Tür. Ein Lehrer und ganz besonders ein Lehrer von meiner Couleur muss sich durchsetzen können, muss klare Linien ziehen können. Nur dann kann man auch lockeren Unterricht machen, sonst läuft das Ganze aus dem Ruder. Und das ist ganz sicher nicht Sinn und Zweck meiner schulischen Unterrichtsprojekte. Schöner machen hier, ein bisschen nachzackern. Hier oben kommen Fühler hin, hier kommt ein Muster rein, hier kommt ein Muster rein, hier kann ich noch was reinmachen. Wichtig ist ein Tiefrelief. Schön ist, wenn ihr ein Muster habt, wo ihr ein bisschen angucken könnt. Ich habe das hier ganz auf die Schnelle gemacht. Und das ist eine schon fertige Kachel. Wenn diese Kachel so ist, wie sie jetzt ist, macht man den Rahmen wieder ab. Jetzt zeige ich euch, wie man diesen Rahmen, diese Schablone wieder abkriegt, bevor man die Kachel zum Trocknen drüben ins Regal legt. Das heißt, da ich diesen Rahmen jetzt nicht mit Salatöl eingerieben habe, wird es schwer. Normalerweise ist es einfach, wenn das geölt ist, ist das wie ein Trennmittel, geht das einfach. Hier geht es etwas schwerer. Ihr seht, der Ton klebt, aber es geht trotzdem. Jetzt hebt sich nur die Kachel leicht mit. Ich hab's aber ab. Jetzt muss ich hergehen, da sich die Kachel hier... Für dieses Kachelprojekt 2016 in einer 7. Realschulklasse stelle ich nicht ein beliebiges Thema, sondern ein klar vorgegebenes und das lautet, wie schon letztes Jahr bei einem anderen Projekt, die Wiederkehr der Schmetterlinge. Das heißt, die Schüler besorgen sich Abbildungen von Schmetterlingen, besorgen sich Infos über Schmetterlinge und ihre Verbreitung überhaupt und versuchen, Schmetterlinge auf eine Tonkachel zu projizieren, einzuritzen und später farblich auszugestalten. So, ich habe euch hier allesamt jetzt gezeigt, wie so ein Kachel hergestellt wird. Das war jetzt auf die Schnelle. Ihr habt morgen mehr Zeit dafür, könnt es etwas sorgfältiger machen und vor allen Dingen, eure Schmetterlinge sollten etwas anspruchsvoller sein, wie das Ding, was ich ihm im Rosenstiel reingedrückt habe. So, Nummer 1.
Hausaufgabe. Was glaubt ihr? Wo kommt Ton her? Wächst er an Bäumen? Kommt er aus der chemischen Industrie? Wird er aus Rohöl hergestellt? Oder was glaubt ihr? Er kommt aus der Erde. Er kommt aus der Erde. Findet man ihn gleich schon schön verpackt und kann ihn kaufen? Nein, da ist er ganz auch mit Erde gelöst. Genau. Ton ist ein bestimmtes Sedimentgestein, was so fein durch Wasser sich irgendwo abgesetzt hat. Da gibt es zum Beispiel im Westerwald, das ist 150 Kilometer von hier entfernt, dort kaufe ich Ton ein, in einer Tongrube, dort wird der Ton erst gewässert, also wird im Tagebau abgebaut mit Wackern, kommt in Bottiche, wird dort total flüssig gemacht wie eine Suppe, wird dann durch Siebe geschüttet, wodurch dann die Steine und die Verunreinigungen rausgesiebt werden. Dann wird der Ton getrocknet oder entwässert, sodass er gut verarbeitbar ist und dann in 10 Kilo Portionen verpackt wird. Und ihr habt die Hausaufgabe auf, heute mal auf YouTube zu suchen nach Videoclips, wo euch gezeigt wird, wie Ton gefördert wird und verarbeitet wird. Ihr gebt einfach auch in YouTube ein Tongrube, Tonproduktion, Tonherstellung. Und morgen wisst ihr allesamt, wovon ich gerade geredet habe. Okay, das war jetzt die erste Einführung in unser Keramikprojekt. Ihr könnt jetzt einpacken und morgen vergesst nicht die Unterlagen für die Doppelstunde. Nein, natürlich nicht. Ich hab noch kein Messer. Ich hab noch mit der Laura.